Konnichiwa Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Watch Dogs mit Neujiger Tobi. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Danke für den Tipp. Ja, im letzten Part ging es auch ganz schön ab. Und es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wir haben jetzt auch Bad Boy kennengelernt. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Gut, die Signalquelle finden. Wenn der Typ uns so gerne haben will, erweisen wir ihm noch die Ehre. So. Scannen. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Zwei Stück. Da oben. Ah, Kameras, ne? Hier müssen wir irgendwie die Kameras checken. Oder? Da haben wir jetzt schon mal eine Kamera. So. Oben auch. Da, entriegeln. Die erste haben wir schon mal. So. Das ist ja auch noch eine Kamera, sehr schön. Da drüben, ne? Muss da noch eine Kamera sein, die uns da direkt hinführt zu entriegeln da hinten. Da ist ein Lift. Okay. Soweit dazu. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles da oben. Kann ja sein. Gucken. Ah. Elektronische Teile, okay. Aber irgendwie muss ich da noch zu den anderen Endriegelungen kommen. Uiuiui. Da ist es ja. Da hinten. Gar nicht zu übersehen. Was ist das denn für einer? Das sieht aus wie Slender, ne? Das sieht irgendwie aus. Ist das so ein Easter Egg oder was? Ah ne, warte mal. Naja, so, gehen wir jetzt mal nach oben. Gucken wir mal, haben wir irgendwelche Kameras hier so? Ja, da. Jawohl.
Und so funktioniert's. Geil-o-matico. Chemische Komponenten. Irgendwie höre ich so ein Sender-Geräusch. Hört ihr das auch? Wie hatte ich da so ein Geräusch gehabt? Naja. Auf jeden Fall sieht das schon irgendwie nach Slender aus oder so. Hacken. So, oh, jetzt kommt wieder sowas hier. Ah, von beiden. Okay, jetzt. Immer zwei oder was? Uiuiui. Unten haben wir schon mal. Jetzt haben wir da auch mal wieder einen neuen Kern. Hier, den haben wir auch. Da noch nicht. Jetzt, ah, alles klar. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Das ist also sein Zimmer hier, oder was? Was haben wir denn da? Können wir noch gar nicht zugreifen. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlot. Schätze, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Yo. Genau. Ja, jetzt rasten sie aus. Blöder Sniper. Bam. Ha. Alles sauber. Ich geh da. Na komm. Nicht zu wenig, geh weiter. Oi, oi, oi. Alter, nee, ne? Oh. Noch mehr. Alter, nein, aua, aua.
Ja, ihr chillt euer Leben, Alter. Passt schon. Genau. Ist auch Big Babbo, Alter. Stirb. Geh doch in Deckung, Alter. Mein Gott. No. Läuft bei euch. Ach du Scheiße. Nein. Ey, was für Penner. Da überrennt die mich erstmal glatt hier überall. Bei denen geht's ab. Heftige Lage. Der scheiß Sniper. Ich glaube, ich hack dieses Teil da und dann hau ich die weg. Oder kann ich das hacken da oben? Nein, nein, hau ab. Wir hauen euch raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Pias. Nein, nein, nein. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na? Wow. Ha. Noch drei Stück. Komm schon. Bam, einer noch. Wo ist er hin? Na, wo ist er hin? Doofköppe, ey. Na gut, Damien. Reden wir. Da ist er. Er wollte ja, dass wir ihn finden. Krasse Situation auf jeden Fall gewesen, aber wir haben es ja locker flockig eigentlich beendet.
Aber es ging ganz schön ab, ey. Da hat die erst nicht die Kontrolle gehabt, da kamen die erstmal alle überrannt an. Das war schon echt übel. Da muss man ziemlich aufpassen. Hier beim Park will er uns treffen. Einen ruhigen Ort wohl. So. Tja, da bin ich mal gespannt. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Mhm. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen. Er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Ja, und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Oh, wir kriegen ja noch einen Anruf, oder? Nee, doch nicht. Hat sich irgendwie danach angehört. Ja, okay, danke, Leute, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gigatobi, haut rein.